Hallo nochmal, ein Nachtrag. Und ich denke, das sollte man wissen. Jeder Mensch glaubt, was er denkt. Das tut jeder. Ganz egal, aus welcher Sparte er kommt. Ob Wissenschaft oder Politik oder Religion, was auch immer. Jeder Mensch denkt etwas und glaubt, dass das richtig ist. Denkst du nun und willst es auch, dass du deine Schwingung so erhöht hast, weil du es eben auch schon ganz lange getan hast und Übung macht den Meister, dass du irgendwann eine Kristallschwingung bist und dass du jetzt alles in eine Kristallschwingung bringen kannst, was dich angeht, dein eigenes Leben, dein Geist, dein Körper, sämtliche deine Angelegenheiten. Denkst du das, so glaubst du es auch. Wenn du in dir selbst immer noch Unbehagen spürst, was, naja, eigentlich so klasse ist es ja nicht und eigentlich glaube ich es nicht oder so, dann denkst du das auch nicht. Und wenn du das nicht denkst, kannst du es auch nicht in eine Kristallschwingung bringen. Aber ich denke, wenn du sehr lange dabei bist, alles in eine Kristallschwingung bringen zu wollen, indem du immer wieder deine eigene Schwingung erhöhst, dann denkst du es irgendwann auch und bringst alles in deinem Leben, in deinem Geist, in deinem Körper in eine höhere und immer höhere und zum Schluss in eine Kristallschwingung. Und kannst damit alle deine Angelegenheiten wieder besänftigen, bereinigen und an eine höhere, sprich in eine Kristallschwingung bringen. Denke das, verstehe es. Ein Mensch glaubt immer, was er selbst denkt, denn warum sollte er das sonst denken? Je unbehaglicher deine eigenen Gedanken sind, je mehr sie dich in Unruhe versetzen, desto mehr hast du es noch nicht erreicht, dass deine eigene Schwingung so hoch ist, dass du mit deinen Schwierigkeiten spielend fertig wirst. Aber darum geht es doch. Siehst du, das ist der Grund, warum einige Menschen noch sehr viele Schwierigkeiten haben. Sie haben noch nicht verstanden, dass sie selbst diejenigen sind, die alles in eine höhere Schwingung bringen können, bis sie irgendwann alles, was sie denken oder mit dem, was sie denken, alles in eine Kristallschwingung bringen. Und natürlich haben wir dann verschiedene Anzeiger. Das höhere Selbst, das eigene höchste Selbst, ist immer perfekt, weil es eben schon die Kristallschwingung ist, nach der du selber eigentlich jagst. Weil du ja alles, du willst ja deine Angelegenheiten so vervollkommnen, so großartig machen, dass dir das Leben auch sehr viel Freude macht. Und du alles vorfindest, was du eben auch wünschst. Aber damit du auch alles vorfindest, was du wünschst, muss es eine wirklich gute, sprich eine hohe, am besten eine Kristallschwingung haben. Willst du das, dann folgst du deinem höchsten Willen. Denn wenn du deinem höchsten Willen folgst, bringst du ja alles in eine sehr hohe, sprich in eine Kristallschwingung. Und wenn du das wirklich denkst und ohne Zittern, Zagen, ohne Einwände, ohne ja, aber eventuell, aber vielleicht stimmt das ja doch nicht und guck mal die anderen und so weiter. Je mehr du davon überzeugt bist, dass alle anderen zwar irgendwo noch existieren, aber auf dich keinen Zugriff haben, nicht das Recht haben, in dein Leben da einzumarschieren, desto mehr bringst du deine eigenen Angelegenheiten, deinen eigenen Geist und deinen eigenen Körper in eine Kristallschwingung. Und das ist das, worum es geht. Ich wette meinen Kopf, dass es so ist. Das heißt, ich wette ihn eigentlich nicht, weil ich hätte ihn ganz gerne behalten, weil ich sehe, dass wenn ich von sehr viel umgeben bin, was dieses Prinzip nicht will, die dieses Prinzip ablehnen, die dagegen wettern, dass dann es zu einer Übermacht kommt. Das kann dann zu einem Ungleichgewicht. Und ich denke, es ist verständlich, nicht wahr? Es geht auch immer um ein Mengenverhältnis. Je mehr Menschen alles in eine Kristallschwingung bringen, durch das, was sie denken, wie sie es denken, indem sie ihren höchsten Willen folgen, je mehr Menschen das tun, desto mehr wandelt sich ihr eigenes Leben. Und je mehr Menschen ihr eigenes Leben in eine Kristallschwingung bringen, desto mehr haben wir ein Gebiet vor uns, wo viele Menschen dabei gewesen sind, ihre eigene Schwingung in eine Kristallschwingung zu bringen. Und schon haben wir das sogenannte Paradies auf Erden. Solange wir noch Menschen haben, die sagen, das kann ja sowieso alles nicht sein, solange können diese Menschen, die sagen, das kann sowieso alles nicht sein, solange finden die meisten Menschen das nicht vor. Ich habe vorhin aus dem Augenwinkel gesehen, da gibt es irgendjemand, der Vorträge hält,
Den freien Willen gibt es ja überhaupt nicht oder einen eigenen Willen gibt es ja überhaupt nicht. Und das hatte über 30.000, 40.000 Aufrufe. Ich kann mich auch verlesen haben, es können auch 300.000 gewesen sein. Je mehr Menschen wir am Start haben, die genau so etwas predigen, nein, du hast keinen freien Willen, nein, du kannst das alles nicht, nein, wir können das alles nicht, nein, das sind alle sozusagen Tröpfe von irgendwelchen finsteren Mächten. Solange wir Menschen haben, die einen so großen Zulauf haben, so lange verbauen sich diese Menschen ihr eigenes Leben. Punkt. Aus Ende Schluss, basta. Es liegt an dir, ob du dein Leben in eine höhere Schwingung bringen kannst, ob du dein Leben in eine Kristallschwingung wandeln kannst. Dabei kannst du weiter Auto fahren, dabei kannst du weiter deiner Arbeit nachgehen, dabei kannst du weiter dein Leben genießen, alles in Ordnung. Aber du bringe das bitte alles in eine Kristallschwingung. Bringst du es in eine Kristallschwingung, wandelt sich dein ganzes Leben. Dann wird es auch besser. Der einfachste Anzeiger, den du hast, ist der, was denkst du? Und ist das, was du denkst, für dich eine Befreiung? Verstehe bitte, dass alles, was du denkst, dir geschieht. Es geschieht, wie du gedacht hast. Sprich, dir geschieht, wie du geglaubt hast. Denn du glaubst alles, was du denkst, denn sonst wolltest du ja nicht, du würdest es nicht denken, wenn du es nicht glauben würdest. Umgekehrt, du würdest es nicht glauben, wenn du es nicht denken würdest. Viele Menschen halten sich für sehr aufgeklärt, wenn sie alles großartig hinterfragen und großartig alles in Frage stellen. Nun, wenn sie unbedingt wollen, können sie andere Menschen in Frage stellen, aber damit stellen sie auch sich selbst in Frage. Und prompt verfehlen sie sich selbst. Das ist, glaube ich, nicht weiter notwendig. Wir hatten es jahrhundertelang. Ich denke, es ist die Zeit, das in sich zu ändern. Und der Anzeiger bist stets du selbst. Was ich hier tue, ist, ich bringe es in Vorschlag. Es ist ein Angebot, was du ergreifen kannst. Wo du sagen kannst, ja gut, dann bringe ich ihm alles in eine Kristallschwingung. Hört sich ja auch gut an. Und wenn das dann alles so wunderbar geht und ohne irgendwelche großartigen Hindernisse geht, ja, dann möchte ich das auch ganz gerne, klar. Du musst nur in der Lage sein, alles in eine Kristallschwingung zu bringen. Und lass dir jetzt von allen anderen nicht erzählen, dass man ein Mensch das ja gar nicht kann. Natürlich kannst du es, denn du kannst denken. Und jeder Mensch, der denken kann, kann denken, was er will. Nur, dass deine Gedanken dir durch deine Schwingung einfallen. Und diese musst du eben erhöhen, so dass es eine Kristallschwingung wird. Ist es eine Kristallschwingung, fallen dir lauter Gedanken ein, die dein ganzes Leben in eine Kristallschwingung bringen. Diese Aufgabe hast du, oder könntest du haben, wenn du sie ergreifst und du sagst, ja, dann nehme ich das an. Diese Möglichkeit hast du auf jeden Fall, wenn du sie nutzen willst, dann tue das. Und alle anderen, die versuchen, das zu torpedieren, alle anderen, die versuchen, dir da Hindernisse in den Weg zu legen, werden verschwinden. Denn alles, was dich erreicht, nimmt unverzüglich deine Schwingung an. Auf der Stelle. Das ist aber nichts, was du erst bekommen musst. Denn alles hat immer unverzüglich deine Schwingung angenommen. Und du siehst an deinem eigenen Leben, welche Schwingung du hast. Ob es dir sehr viele Probleme macht, denen du allesamt nicht gewachsen bist und ganz wie hilflos davor stehst, und wie hypnotisierst auf alle Menschen starrst, die dir andauernd irgendwelche unheilsverkündenden Bilder an die Wand pinseln, die du dann prompt für wahr hältst. Oder ob du in der Lage bist, dich davon abzukehren. Ein für alle Mal, richtig und falsch in dem Sinne gibt es nicht. Alles ist möglich und könnte passieren, sofern du eine Schwingung dafür hast, sofern du dafür empfänglich bist. Es mag sich furchtbar gelehrt anhören, wenn dann also irgendwelche Wissenschaftler dir verkünden, warum das alles so schlimm ist und was das Ding der Möglichkeit ist und dass du das mal getrost den Wissenschaftlern überlässt oder den Experten überlassen solltest, was dir auf der Erde passiert. Das ist ja wohl deren Credo. Du kannst es annehmen und kannst den nachtrompeten sozusagen und beraubst dich deiner eigenen Wandlungsfähigkeit. Oder aber du erkennst, dass kein Mensch dir aus seiner Perspektive die Unwahrheit erzählt. Die Frage ist nicht, ob das alles falsch ist, was die alle anderen sagen. Die Frage ist es für dich auch wahr? Du musst deine eigene Wahlmöglichkeit erkennen. Es geschieht dir, wie du denkst. Und wenn du immer denkst,
Ich wandle alles in eine Kristallschwingung. Es mag alles hier geben, was hier an unheilsverkündenden Prophezeiungen kommt. Das mag alles passieren. Aber solange ich selber kein Teil davon bin, so lange erwischt mich das nicht und kann mich nicht erreichen. Es hängt von deinen eigenen Energieanteilen ab, was dich erwischt und was nicht. Du bestehst zu 100% aus Energieanteilen, ich sprach ja schon öfters davon. Du bestehst zu 100% aus Energieanteilen und die kannst du in die jeweiligen Energiefelder deponieren, die es hier sie auf der Erde alle auftun. Du kannst sie überall hin deponieren. Du kannst sie in Kriegshilfen oder in Flüchtlingshilfen oder in Umweltschützern oder in Umweltaktivisten und du kannst sie in Hilflosigkeit, du kannst sie überall hin deponieren. Du kannst sie dahin deponieren, wo dir alle irgendwas erzählen und danach richtest du dich dann und anschließend hast du vielleicht ziemlichen Ärger in deinem Leben. Aber denke bitte daran, solange du deine eigenen Energieanteile in deine eigene Kristallschwingung deponierst und sagst, ich bin eine hohe Schwingung, ich will eine sein und wie ich denke, so glaube ich es auch. Und wenn ich es glaube, finde ich es vor. Dann kannst du nicht in irgendwelches, wie auch immer geartetes Unglück kommen. Unmöglich. Denn das Unglück, was sich da eventuell drohend aufbaut, würde in deiner eigenen Schwingung sofort sich in eine höhere Schwingung wandeln. Das ist anfangs, wie ich zugebe, höllisch anstrengend. Aber du musst wissen, dass es von deiner eigenen Gedankenkraft abhängt. Früher sagte man Glaubensstärke abhängt. Was passiert und was nicht. Früher dachten wir, Glauben stark heißt, ich muss unbedingt an einen höchsten Messias glauben. Das ist für den Anfang sicher nicht ganz praktisch. Aber irgendwann kommst du dahinter, dass du ein eigenständiger Mensch bist mit einem eigenständigen Denken. Und wie du denkst, so geschieht es dir. Das ist aber etwas gewesen, was von Anfang an, seit Anbeginn der Zeit, Gültigkeit hatte. Und das wird auch nie aufhören. Das Gesetz kann man nicht zum Erlöschen bringen. Unmöglich. Das kann man nicht auflösen. Das gibt es nicht. Du kannst es erfüllen oder aber auch links liegen lassen. Das ist das Einzige, was du kannst. Solange du noch von allen Menschen glaubst, was sie dir erzählen, das ist jetzt die allgemeingültige Wahrheit, solange verlierst du deinen eigenen Weg. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Dürfen tust du schon, nur anschließend hast du einen Ärger. Ich erzähle dir hier nicht die letzte Wahrheit für dich. Ich erinnere dich nur daran, dass du wählen kannst, wer du sein willst. Und dass du wählen kannst, welche Schwingung du hast. Und solange dir jemand erzählt, du hast keinen freien Willen und du das dann auch noch glaubst, dass du keinen hast, solange wirst du das verfehlen. Solange du aber dir klar machst, alles, was ich denke, was mir in Sinn kommt, ist das, woran ich glaube. Und wie ich glaube, so geschieht es. Ich habe aber auch einen freien Willen. Und alles, was mir in den Sinn kommt, unterzieht sich meiner verdammt strengen Prüfung. Ist das etwas, was ich glauben will? Will ich es nicht, dann denke ich es auch nicht. Und wenn ich es nicht denke, glaube ich es nicht. Und wenn ich es nicht glaube, passiert es auch nicht. Das ist zu verstehen, sehr leicht. Das umzusetzen ist am Anfang höllisch schwer. Aber es ist eben nur der Anfang, der so schwer ist. Irgendwann ist es dir in Fleisch und Blut übergegangen. Zu wissen, du selber, ich bin eine Kristallschwingung und wandle alles in eine Kristallschwingung. So kann mir nichts Schlimmes mehr passieren. Wenn du einmal auf diesem Level bist, kann dir nichts mehr passieren. Und das, glaube ich, ist ein guter Anreiz dafür, weil du nämlich auf einmal deine eigene Schöpfermacht erkannt hast. Auf einmal begreifst du, dass es von dir abhängt, was sich in deinem Leben auftürmt und was sich in deinem Leben entwickelt. Stellst du gerade fest, in meinem Leben ist einiges noch ziemlich verkorkst, ja, dann wird es an dir liegen, wie du denkst, dass das schwächer und schwächer wird und schließlich ganz unterbleibt. Das Probleme in deinem Leben, ganz egal welche das jetzt sind, ich habe davon keine Ahnung, kann ich auch gar nicht haben, tauchen ja nicht so von ungefähr auf, sondern es ist das, was ein Echo von früher gewesen ist. Gut,
Dann haben wir das also jetzt. Dann wandeln wir es. Und je mehr meine eigene Schwingung zur Kristallschwingung geworden ist, desto mehr wandelt es sich in Kristallenergie. Das kannst du jetzt verstehen. Du kannst es auch als Träumerei und Fantasterei und Blödsinn und nicht weiter interessant abhaken. Und dein Leben wird sich so entfalten, so oder so, wie du gedacht hast. Aber das passiert immer. Wie du denkst, so entfaltet sich dein Leben. Wie du denkst, so glaubst du. Wie du glaubst, so geschieht dir. Das ist die größte Garantie in deinem Leben, die du haben wolltest und die du auch bekommen hast. Du hast es ja gesehen, dass es umgekehrt auch funktioniert. Solange nämlich alle noch glauben, es geht alles sowieso schief, solange geht es bei vielen Menschen auch schief. Wenn du ein Mensch mit einer sehr hohen Schwingung glaubst, es geht sowieso mal alles schief, dann mag er noch mit einem blauen Auge davonkommen. Aber damit hat er nichts in eine Kristallenergie gewandelt, die er doch ursprünglich haben wollte. Und die er doch eigentlich auch nur zu verwalten hatte. Sieh dir, viele Menschen kommen mit einem Paket an Belastung auf die Welt. Das wissen wir, wenn wir uns die ganzen Anklagen von Kindesmissbrauch und früheren, also von Betrügern und von Dieben und Mördern, was weiß ich, was alles so angucken. Dann wissen wir, dass wir ein Päckchen von Belastung hatten. Aber wir wissen auch, wir haben von früher, bevor wir auf die Welt kamen, auch die Sicherheit oder die Gewissheit mitbekommen, du kannst alles in eine höhere Schwingung bringen, bis die Schwierigkeiten irgendwann unterbleiben. Wenn du diese Gabe, dieses Können, diese Macht von vornherein abgibst, Panorama oder Heute Show oder sowas, wird es dir schwerfallen, es in eine Kristallschwingung zu Ende zu bringen. Aber das könntest du. Du musstest diese Macht müsstest du nur annehmen. Und sagen, gut, so schwer es sein mag am Anfang, was für Schwierigkeiten sie da auch immer aufgetürmt haben, ich komme hier durch. Je mehr Menschen es schaffen, ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Angelegenheiten in eine Kristallenergie zu wandeln, desto weniger Probleme machen sie anderen. Und damit hätten wir ein gutes Stück dazu beigetragen, dass die Welt hier ein etwas friedlicherer Ort wird. Denn seht ihr, das ist nämlich das, was unseren Friedensaktivisten und Umweltschützern und sowas so herrlich schief geht. Da sie nicht Worte genug der Zunge finden können, um allen anderen zu erzählen, was sie alle falsch machen, desto mehr versemmeln sie alles, was sie doch ändern oder auch in eine bessere Schwingung bringen können. Noch rufen sich alle darauf aus, mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, ja, hier, guck mal, was sie alles verbockt haben. Noch lieben es unsere Journalisten, schnell dahinterher zu tigern, was denn wohl jemand falsch gemacht hat und ob da wohl jemand Geld beiseite geschafft hat oder ob jemand Steuern hinterzogen hat oder sonst irgendwas. Dabei sehen sie, dass es ihre Aufgabe gewesen ist, das zu wandeln. Wenn mir jemand erzählt, guck mal, der und der hat Unrecht getan. Oder der und der hat mir Unrecht getan. Dann frage ich immer, was hast du getan, um das zu ändern? Ich habe den anderen angezeigt. Nee, angezeigt, warum geht es nicht? Kannst du den Zugang in dir selbst, kannst du den Zugang verschließen, dass keiner mehr bei dir auftauchen kann, der dir Schaden zufügt? Und keiner mehr bei dir auftauchen kann, der das Ansehen hat, allen Menschen Schaden zuzufügen? Kannst du das? Natürlich kannst du das. Du bräuchtest dafür nur eine hohe Schwingung, am besten eine Kristallschwingung. Willst du denn eine haben? Ich habe einmal ein Buch geschrieben und dann tauchte relativ früh am Anfang genau dieser Satz auf. Soll das heißen, dass ich alles bekommen kann, was ich haben will? Es antwortet Radio Erevan. Vielleicht erinnerst du dich noch dran. Im Prinzip ja, liebe Frau Kanne. Du kannst alles kriegen, was du willst. Sie können alles kriegen, was sie wollen. Aber haben sie auch die erforderliche Schwingung? Darum geht's. Bring alles eine hohe Schwingung. Du kannst das. Du bist ein denkender Mensch. Und solange du denkst, kannst du es. Und denke immer daran, dass du glaubst, was du denkst. Und es geschieht dir, was du geglaubt hast. Das ist ein Universalgesetz.
Das Gesetz kann keiner aushebeln. Unmöglich. Man kann dir nur dir das Gewissen rauben. Man kann dich nur davon ablenken. Das kann man. Das können viele. Je mehr Menschen auf dich einwirken, desto mehr bist du in Gefahr, dass du das vergisst. Aber das bedeutet eben auch, dass du dich vergessen würdest. Warum solltest du das tun? Warum solltest du dich selbst vergessen wollen? Es ist deine Wandlungsfähigkeit, um die es geht. Ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es wird verstanden. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es für uns. Aber es wird an den Menschen selbst liegen, ob sie alles in eine Kristallschwingung bringen können oder nicht. Solange sie es denken, dass sie es tun und solange sie denken, dass sie es wollen, ohne es an irgendwelche Sachen aufzuknüpfen. Hier, guck mal, das ist das, mach doch mal so und so. Nicht die anderen, du selbst, in deinem Leben. Es geht um deine Angelegenheiten. Solange wir sehr viele Menschen haben, die das tun, solange geht alles wunderbar wie Butter und läuft alles zu einem wirklich guten Ende. Ich denke, dass wir, Harald Juncker ist uns ja wohl noch allen ein Begriff, und als er starb, da wurde auch immer wieder gezeigt, wie er den Hauptmann von Köpenick gegeben hat. Und da gibt es ja am Anfang diese Szene, dass sich der Hauptmann von Köpenick, das war natürlich Wilhelm Vogt, dann hat er gesagt, ja, es war alles so schrecklich, und dann stelle ich mir vor, ich stehe eines Tages vor Gott, und dann guckt er mich so an und dann sagt er, was hast du denn gemacht? Und alle anderen sagen, ja, ich war Bäcker, ich war König, ich war Prinz und ich war dies, ich war was weiß ich was, Pferdezüchter oder was auch immer. Und dann guckt er mich an, was hast du gemacht? Und dann fühlte sich der Vogt ganz furchtbar deprimiert. Und sagt, oh Gott, ich war wie eine Fußmatte, alles drüber gelaufen. Das ist schrecklich, so fühlen sich viele Menschen. Bitte, wenn du dich auch so fühlst, denke daran, es liegt an deiner Schwingung, ob alle anderen sich so benehmen können und ob du wirklich wie so eine Fußmatte ist, wo alle drüber marschieren. Denke bitte daran, je höher deine Schwingung ist, desto mehr hörst du auf, solche Erfahrungen zu machen. Es liegt an dir. Das ist keine Schuldzuweisung und das ist kein hier, guck mal, wer da alles nicht gemacht hat. Es ist etwas anderes. Es ist dein Erkennen. Und ich weise alles ab, was keine hohe Schwingung hat. Je höher deine Schwingung ist, desto besser gelingt es dir. Und ich appelliere, wenn man das überhaupt sagen kann, ich appelliere an dir, an deinen eigenen Willen und an dein eigenes Interesse an dir. Und das ist damit auch gemeint, dass jemand selbstsüchtig sein kann, auch egoistisch sein kann. Je höher deine eigene Schwingung ist, desto weniger bringst du anderen Unglück. Und desto weniger fängst du an, andere anzuklagen. Und desto weniger hörst du auf, andere zu, und desto mehr hörst du auf, andere zu verprügeln und sowas. Desto weniger beginnst du, alle Menschen zur Rechenschaft zu ziehen zu wollen. Weil du nämlich ganz genau weißt, sie konnten nur deshalb mir so furchtbar Unrecht tun, weil meine Schwingung zu schwach war, um das abzuweisen. Ist deine Schwingung aber hoch und wird sie immer höher, weil du es eben auch willst, weil du deinen ganzen Mut und deinen ganzen Willen zusammennimmst, also jawohl, ich will eine höhere Schwingung, damit das, was mich so furchtbar dreut und was mich so furchtbar bedrängt, aufhört, desto mehr verschwinden alle anderen, die dir solchen Kummer gemacht haben. Ich bin nicht blind gegen das Unrecht oder gegen das Leid der Welt hier. Ich bin alles andere als blind. Aber ich weiß auch, dass jeder Mensch die Kraft hat, seine eigene Schwingung so zu erhöhen, um das Unglück abzuweisen. Und das, was am Unglück im eigenen Leben gewesen ist, in eine höhere Schwingung zu bringen. Und gib dir dann natürlich auch die Zeit dafür. Ruhm ist nicht an einem Tag erbaut. Aber je mehr du dabei gedanklich bleibst, desto mehr gelingt es dir. Denke bitte daran, du denkst immer. Und dann verstehe, dass alles, was du denkst, auch das ist, was du glaubst. Und jetzt nimm bitte die größte Gewähr im Leben an. Es geschieht dir, was du geglaubt hast. Und man müsste wirklich sehr viel Überzeugungskraft aufbieten, um mich davon zu überzeugen, dass ich das glaube, was man mir im Fernsehen oder im Radio oder sonst irgendwo erzählt. Mir fällt auf, dass, wenn irgendwelche Berichte im Fernsehen kommen, ich mich anschließend immer schlechter fühle. Selbst so kleine entzückende Dokumentationen, da wird sofort ein eingeimpfter Mensch ist so schlecht, der Mensch ist so schlecht, was führt dazu? Du fühlst dich auch schlecht. Also bitte, hören wir mal damit auf. Bring alles in eine höhere Schwingung, dann bleibt alles
und wird alles noch besser. Man kann kein Omelett machen, ohne ein Ei zu zerschlagen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke fürs Zuhören.